Hans Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Nach aufregenden Abenteuern in Südostasien ist Franz Meerstong wieder in München. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Direktor. Wir Büro fragt dann, ob Sie die AWS abstoßen wollen. Sie sind von 82.7 auf 79 gefallen. Weg mit den Listen und alles aus Versicherungsunion. AWS verkaufen, Versicherungsunion kaufen. Richtig. Also AWS würde ich nie verkaufen, niemals. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine? Ich habe keine. Ne? Wenn ich keine habe, kann ich auch keine verkaufen. Und die sollen aufpassen, dass sie diesmal das Zahlungsziel einhalten, sonst schicke ich ihnen einen Vollstreckungsbeschluss. Sagen Sie denen das. Sie können es ruhig ein bisschen dramatisch machen, Sie wissen schon. Alles klar. Das ist ja hier wie in der Börse. Ach, Herr Meerstong. Ja, ist ein bisschen hektisch heute Morgen, aber nehmen Sie doch Platz. Das ist sehr nett, Herr Brooks, aber ich wollte jetzt eine Runde im Dampfbad drehen. Da gehören Sie auch hin. Als erfolgreicher Geschäftsmann, Tochterfirma in Thailand, Zweigbetrieb in Holland. Man hört ja eine Menge über International Transports. Komisch, ich höre gar nichts mehr von denen. Und dann diese dynamische Geschäftsführerin. Wo ist denn Ihr Partner Willers? Ja, wo wird der wohl sein? Zunächst mal, International Transports ist liquidiert. Und mein Partner ist mit der dynamischen Geschäftsführerin abgehauen nach Italien, rein privat. Und Sie? Ich bin auch rein privat hier. Jetzt will ich erstmal eine kleine Massage nehmen. Da bin ich in Thailand irgendwie nicht so gekommen. Ja, und dann ein bisschen ausspannen, nicht? Die letzten Monate waren sehr anstrengend. Und vor allen Dingen nichts übers Geschäft hören. Da hätte ich was für Sie. Aber ich hoffe, nichts Geschäftliches. Ganz privat. Ein Job. Kommen Sie doch am Sonntag zu mir. Und warum gehen Sie ins Müllersche Volksbad, wenn Sie so ein hübsches Häuschen am See haben? Privat ist privat und Geschäft ist Geschäft. Ach so. Dass ich für Sie über die Grenze fahren soll und auf dem Bauernhof Ihrer Großeltern einen Schatz oder sowas ausgraben und den illegal hierher bringen soll, ist kein Geschäft? Nein, ist völlig privat. Na, Herr Brooks, ich bin Lastwagenfahrer und kein Schatzsucher. Danke, Erwin. Wolltest du nicht noch einen Saunagang machen? Morgen nicht. Also, wenn Sie mir eine Fuhre nach Polen besorgen, freue ich mich natürlich. Ich kann jeden Job gebrauchen. Bloß keine krummen Sachen. Vergessen Sie das doch einfach. Sie fahren für mich tiefgefrorene Hähnchen nach Polen und holen Gemüse zurück. Er braucht gar nicht zu wissen, worüber wir gesprochen haben. Dann verstehe ich bloß eins nicht. Wenn es wirklich Familienstücke sind, die Ihr Vater bei Kriegsende dort vergraben hat, dann wäre Ihr Sohn doch genau der richtige Mann, die Sachen wieder auszubuddeln. Wissen Sie, wie Reichtum in einer Familie kommt? Nein. Die erste Generation verdient es. Die zweite hält es zusammen. Und die dritte wirft es mit vollen Händen wieder zum Fenster raus. Und mein Sohn ist die dritte Generation. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage, Herr Brooks. Gilt Ihr Angebot nur, wenn ich diese Familienstücke rüberhole? Oder auch dann, wenn ich einfach nur fahre. Das gilt auch, wenn Sie einfach nur fahren.
Ey, sag mal, was treibst du dich so lange da drinnen rum? In 48 Stunden sollen wir da sein und eine Stunde ist jetzt schon futsch. Ich hab mir nur noch mal die Strecke angeguckt hier. Ah, die Strecke. Hast du dir mit dem alten Burgs zusammen angeguckt, stimmt's? Nee. Da seid ihr drauf gekommen, dass das Rittergut von seiner Großmutter nur 40 Kilometer von unserer Fahrstrecke entfernt ist, stimmt's? Nee. Und du meinst, den kleinen Umweg, den können wir uns ruhig leisten. Da hast du dich aber geschnitten, das sag ich dir, du. Wie kommst du denn darauf? Und wenn wir beide da hochfahren, dann fahren wir den direkten, geraden Weg da hoch, verstehst du? Ja, was denn sonst? Und die kaputten Silberlöffel von irgendwelchen Leuten graben wir auch nicht aus, diese 45 vergessen haben mitzunehmen. Aber von was für Löffeln redest du eigentlich? Vergiss es! Wirklich dritte Generation. Das ist Polen. Ja. Sag mal, ist das da der Weg, von dem du gesagt hast, dass er nur 40 Kilometer weit weg von der Villa von der Familie Burgs liegt? Ich habe gar nichts gesagt. Doch, du hast angefangen von den Löffeln und dem Familienschmuggel. Jedenfalls habe ich nicht gesagt, dass der Weg da lang geht. Das hast du vielleicht von Herrn Burgs erfahren. Naja, der hat mir halt erzählt, was ihr so miteinander geredet habt. Dann hat er dir vielleicht auch erzählt, dass ich jetzt rechts rumfahre. Und du auch. Da ist gar nichts dabei, wenn wir den Burgs ihren Familienschmuck und ihren Familienbesitz mitnehmen. Ich meine, das haben die damals vergraben, als die fliehen mussten. Das gehört ihnen auch heute noch. Wie viel? Das weiß ich nicht, wie viel das wert ist. Nein, ich will wissen, wie viel der Burgs dir dafür angeboten hat. 1.000 Mark. 1.000 Mark. Soll so eine Art Finderlohn sein, wa? 10%. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Burgs dir freiwillig 10% anbietet. Der bietet dir keine 3% an. Und das würde bedeuten, dass der ganze Schatz ein bisschen mehr als 30.000 Mark wert ist. Aber wie ich die geizige Bagage von dem Burgs kenne, ist er mehr als 50.000 Mark wert. Und? Glaubst du immer noch, es ist nichts dabei, so ein wertvolles Zeug schwarz über die Grenze zu karren? Hm. Aber wir können nicht 1.000 Mark sausen lassen. Wir können weiterfahren, die Demonstration ist zu Ende. Ja, aber komm, hör auf, über deinen Familienbesitz zu erzählen. Wir fahren Hühner und holen Gemüse. Nee, wir holen Gemüse und bringen Hühner. Ist mir auch egal. Setz dich jetzt auf dein Pferd. Ein Kilo.
Pfeife. Du hast deine halbe Ladung verloren. Gehört nicht mir. Gehört Staat. Staatseigentum. Hauptsache Traktor ist noch da. Der gehört mir. Cowboy. Verkaufen? Papierosse, Whisky, Pornofilme. Im Kühlwagen? Warum nicht? Einmal gerade, einmal krumm. Hauptsache Kasse macht klick, klick. Zug Nummer 17. Ach so. Du willst den Herrn Sobota. Nur das ist hier. Was ist mit dir, Cowboy? Wieso, was soll mit mir sein? No, ich will wissen, wo du krank. Krank? Moja Jona, meine Frau hat beide Nieren kaputt. Oh. Und er ihr schon geholfen. Er hat ihr schon 2 Jahre Leben geschenkt. Guck mal, viele Autos. Yeah. Alle wollen zu ihm, uwaga. Kommen aus ganz Polen, sogar aus Tschechoslowakei. Sag mal, wo hast du seine Adresse bekommen? Ist Ihr Arzt? Arzt? Zahnmobil? Nichts. Ich. Nein, nicht Arzt. Ingenieur. Er ist ein Landwirtschaftsingenieur. Die Leute sagen, er ist eine Bioenergetik. Er kann Wasser finden, nur mit Händen, so. Oder Strahlen spielen. Er braucht bloß Hand auf dich legen und schon weiß er, wo du krank. Ich guter Kamerad von ihm. Und du hast weiten Weg bis hierher. Und klick, klick. Ja, kostet die bloß ein Scheinchen. Und schon hast du Visite dabei, du verstehst. Hauptsache, Kasse macht klick, klick. Buchs abwärts. Hey, Kleiner! Hey! Wie heißt du denn? Komm mal her. Hey, Kleiner. Hallo, Kurzer. Pass auf. Dass Sie da sind. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass ich da bin. Sie müssen mich eben hier rausziehen. Ich hab's eilig. Ich hab's noch viel eiliger. Ich muss morgen in Funskavola sein. Für die Firma Burgs. Schon mal gehört? Ach, vergessen Sie das. Bote. Was ist los? Deutsch. Ziehen Sie bitte die Schuhe aus. Ist ja wie in der Moschee hier.
Sonst behandelt man sonst nicht. Wenn man sowas anhat, hat man keinen Kontakt mit dem Boden. Die Strahlung kommt von der Erde und dringt durch den ganzen Körper. Erst dann kann man feststellen, woran der Mensch krank ist. Ja, aber ich bin nicht krank. Hätte ich damals solche Stiefel gehabt, hätte ich heute keine Rheuma. Ich war monatelang barfuß auf Nasenbeton eingesperrt. Sind Sie schon seit Kriegsende hier? 2 Jahre vor Kriegsende. Ich wurde als Zwangsarbeiter hierher verschleppt. Bei der Familie Burgs. Was wollen Sie hier? Ja, eigentlich sollte ich Grüße von der Familie Burgs bestellen. Und dann hätte ich noch einen Vorschlag. Es handelt sich um Familieneigentum. Dann gehen Sie dahin, woher Sie gekommen sind. Und gebetene Gäste sind hier überflüssig. Ich will mich einmal ein bisschen umsehen. Herr Deutsche, es ist hier nichts mehr zu sehen. Mach, dass du hier wegkommst. Lass dich hier nie wiedersehen. Co tu się dzieje? Wiesz, kto go tu przysłał? Niejaki Józef Borg. Mensch, beeil dich doch mal ein bisschen. Immer mit der Ruhe. Du machst da extra so lahmarschig rum. Du willst doch bloß nicht, dass ich weiterfahren kann. Ihr zwei wollt euch das Zeugs allein unter den Nagel reißen. Ihm kann ich nicht helfen. Vergiss deinen Fred, die Pflaume. Wir zwei können das Ding noch schaukeln. Du bist mir ein schönes Früchtchen. Wir sind das bessere Team. Ach, sabbel da nicht. Ich weiß ja, dass mein Vater dir erklärt hat, wo das Zeug liegt. Und dass er dir sogar eine Prämie versprochen hat. Also lass uns das Zeug ausbuddeln. Durch 2 teilt sich leichter als durch 3. Such dir zum Indianerspielen einen anderen und lass mich in Ruhe. Gib doch zu, dass ihr hinter dem Schatz her seid. Wir haben uns verfahren, Mann. Du lügst. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Ach. Ja, ach. Ich wüsste schon wie. Ja, sagen Sie. Sagen Sie was. Okay. Powiedz temu Niemcowi, żeby w cholerę stąd poszedł. Also das stimmt natürlich nicht mehr. Und das hier, das tun wir ganz schnell weg. Ne? Aber der Baum, der muss da sein. Und da stehen noch mehr. Und zwischen den letzten beiden, da ist es. Es gibt keine Apfelbäume mehr. Wieso gibt es keine Apfelbäume mehr? Na, wir haben sie vor Jahren schon alle verheizt. Und da, wo die Apfelbäume waren, stehen die Gewächshäuser. Was denn für Gewächshäuser? Ja! Ja, dann habt ihr da ein tiefes Fundament gemacht, ne? Und alles ausgegraben. Wir haben nichts gefunden, auch nichts gesucht. Was soll es denn überhaupt sein? Och, alte Familienstücke. Vor allen Dingen ein Kreuz. Ah, ein Kreuz. Ein eisernes. 2. Klasse. Hat Großvater Burgs, hat das 1918 bekommen. Ja, und jetzt stirbt er dann irgendwann. Und er möchte das gerne mitnehmen. In seinen Sarg.
Na, no, da arbeiten Sie aber für eine langlebige Familie. Oh ja, dritte Generation. Eine rührende Geschichte. Energie. Es hängt davon ab, unter welchen Umständen es erworben wurde. Ob rechtmäßig oder unrechtmäßig. Ja, ja, aber wieso Gold? Das sind doch bloß alte Familienerbstücke. Nach allem, was ich über die Familie Burgs weiß, muss es Gold sein. Und zwar unrechtmäßig erworbenes Gold. Ich habe einmal geholfen, verstecktes Gold zu finden. 3 Tage später war der Auftraggeber tot. Und noch in derselben Woche der, der das ihm abjagen wollte. Das sind doch bloß alle Geschichten. Ja, aber wahre Geschichten. Wenn Sie wollen, können Sie hier graben. Hier muss das sein. Da müssen mehrere Reisenkreuze drin sein. Ilyesche Patientu, Przyjmiesz. Ich gehe zu meinen Kranken zurück. Jetzt warte doch mal. Ich will dir was geben. Ist doch sicher genug drin. Das, was an der Erde steckt, gehört mir nicht. Und schon gar nicht, wenn es unrechtmäßig erworben wurde. Aber warte. Was? Nehmen Sie die. Ich glaube, Ihr Vater hätte die gern. Jetzt tun Sie mir den Gefallen. Na, und Sie? Ich? Ach so, ja. Manchmal gerade, manchmal krumm. Hauptsache, die Kasse macht Klingelingeling. Nicht umdrehen, sonst knallt's. Und die Pfoten hoch. Komm. Mann. Vorwärts. Komm, geradeaus. Hey, komm. Hey. Herr, wir können auch zu dritt halbe machen. Herr Fred bedankt sich auch. Hey, lass mich raus. Der Fred sollte lieber lernen, dass man in so ein Schlamassel leichter reinkommt, als wieder raus. Don't speak!
ein Wahnsinn. Und für das Zeug hättest du dich beinahe mit der Mistgabel abstechen lassen. Also, der Wunderheiler hat gesagt, nach allem, was er von der Familie Burgs weiß, ist da Gold drin. Und was hat der Wunderheiler noch gesagt? Hab ich vergessen. Ja. Dass ein unrechtmäßig erworbener Schatz nur Ärger bringt, das ist ja noch nicht mal ein Schatz. Wieso? Das hier ist Gold. Das kriegst du beim deutschen Trödler für ein paar Pfennig nachgeschmissen. Und das hier ist ein Brillant. Kannst ja mal merken, ein Brillant ist nie so groß und nie so blau, du Nase. Glaub ich nicht. Mensch, sonst hätte doch der Burgs nicht so ein Theater gemacht. Ich nehm das jetzt mit und dann lasse ich das zu Hause überprüfen, blau oder nicht blau. Der Burgs ist sentimental. Der hat von seiner Tante Erna als Kind einen Serviettenring geschenkt gekriegt und den will er jetzt wieder haben. Nimm das jetzt mit. Du nimmst das nicht mit. Aua, ich nehm das doch mit. Du nimmst das nicht mit. Da. And it burns, 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 burns that ring of fire. Jemand, der schnellere Lieder kennt. Kühlung. Lenkung. Und alles bis heute Nachmittag. Sonce. Masz mu zrobić kierownicę i chłodnicę na dzisiaj wieczór. Stary, to nie da rady. Ciężka sprawa. Du Fräulein und Gendro, machst du Leitung. So, Jungs. Nun ja, da waren wir gestern Abend auf einer Solidaritätsveranstaltung. Auch war ganz nett. Und dann bin ich heute Morgen losgefahren. Ja, Fräulein, was ist denn nun wieder mit der Leitung? Hallo. Wo fahren Sie denn hin? Nur nach Westen. Goldchen Bruder. Ich müsste nach Osten. Das ist nicht mein Weg. Haben Sie keine Valuta? Dann steigen Sie mal ein. Ale się nie wygłupia, idź o ma dolary. No nie wygłupia się, panie, ma te marki dolary. Kurwie się, gdzie on zapierdala? Vergessen. Kann doch wohl nicht wahr sein.
Remanent. Remanent. Jemand hat, Gene Dobry, jemand hat meinen LKW geklaut. So? Gucken, gucken, nichts gesehen, zap, zap, auf Wiedersehen. Verstehst du? Wer? Weiß ich nicht, vielleicht fahren wir hinterher und kriegen ihn noch mit dem Rennauto hier. Ja, komm, steig ein. Danke. Na ja, schon. Oh, hi. Schnell, was geklaut? Was nicht da ist, kann auch nicht geklaut werden. Da habe ich mir gedacht. Etwas da, was geklaut werden kann. Was denn? No, Wagenheber. Ach, schlepp mich mal ab. Ja, wir versuchen. Dank dir. Komm her, hier. Nein, danke. Nimm doch. Wie ich in Düsseldorf gearbeitet habe bei Schwefelsäurefabrik, deine Freunde mir auch geholfen. Na siehst du, wer weiß, wie lange ich da noch rumgehangen hätte. Du hast ja auch eine Menge Zeit verloren. Ach, wir mehr Zeit als Geld. Darum wir so reich. Sag mal, was kostet bei euch so ein Wagenheber? Ja. Pass mal auf, ich mache jetzt meine Fuhre und wenn ich zurückkomme, ich fahre durch die Gegend hier, dann bringe ich dir den mit. No, du, da kommst du direkt vorbei an meinem Haus. Prima. Ich gebe die Adresse. Hey! Hey! Die haben mir alle Papiere geklaut. Wer? Ein Auto ist mir hinterhergefahren, zwei Mann. Hinter mir sind sie auch hergefahren, haben mir den ganzen Lastwagen geklaut. Ja, du hast ihn doch noch. Nee, ich hab ihn wieder, weil ich ihn mir wieder geholt habe. Und deine Papiere kriegen wir auch wieder. Wie willst du denn das machen? Da muss ich mal grübeln.
think I'm rich in Detroit City. Butter! Ta paczka należy do mnie. Tyle moja, co twoja. Dobra, dobra, zajrzyjmy. Psia krew, cholera jasna. Jasna dupa, ja to pieprzę. Stąd ja was? Er ist nämlich Cowboy. Ja, und ihr seid die Ochsen. Sag mal, was heißt das? Wo sind die Papiere? Sag mal, was heißt das? Ochse auf Polnisch? Tam? Tam, Tam. Warte, Tam, du. An deiner Jackentasche. So. Das ist in Ordnung. Angenehme Weiterfahrt. Bis die Tage. Ja, Krepp. Sag mal, wie viele Kinder hast du denn eigentlich? Drei. Hä? Drei. Ach, dieses Kind eine Waschmaschine. Das ist Kapital für Baumaterial. Was denn? Waschmaschinen sind Kapital? Ja, Waschmaschinen, Staubsauger, Televisore. Wenn du davon genug hast, kannst du bei uns in Polen ein Haus bauen. Außerdem, meine Frau hat Beziehungen zu Handel. Sie ist Schuhladenleiterin. Nein, ich brauche neue Schuhe unbedingt. Am besten Stiefel. Kein Problem. Nein? Nein. Hier, Schuhladen. Privat. Ja. Oh. Die sind ja geil, du. Was kosten die denn? 6.000 Zloty. So viel Zloty habe ich aber nicht. Du hast den Mark. Ich mache Freundschaftspreis, Konvoi. 30 Mark. Also ich finde, der Sozialismus ist echt stark. Ist viel besser als der Kapitalismus. Kommst du jetzt drauf? Ja, jetzt guck dir doch meine Schuhe an. Und ganz billig. Vielleicht billig. Sag mal, Marciniak. Ich habe hier so eine Blechbüchse mitgebracht. Kann ich die eine Weile bei dir deponieren? Natürlich. Ja. Das ist ein Tiefkühlfach. Tresor. Pani Szymańska, proszę na do dyrektora Wachowiaka. So, schönen Dank. So, und jetzt noch unser Gemüse, die Rückfracht und dann ab nach Hause. Rückfracht? Ja. Schlecht, Gemüse weg. Sie zu spät. Wir nicht zu spät. Wir können Rückfracht abholen bis nachts um 2 Uhr. Da steht's und jetzt ist gerade Mitternacht. Stimmt. Bis 2 Uhr nachts. Ja. Aber Donnerstag. Heute ist Freitag. Gemüse weit weg. Alles wegen deinem blöden Schatz. Ohne Rückfracht kriegen wir keine Prämie. Na, und ohne Prämie haben wir keine Knete. Na ja, ich wüsste vielleicht schon einen Weg, wie wir noch an unsere Prämie kommen. Denkst du wieder an deinen blauen Diamanten, wa?
Sieht ja noch schlimmer aus als vor zwei Tagen. Ich glaube, der hat einen Führerschein auf der Baumschule gemacht. Ich hol schon mal den Wagen, Eber. Hey, Marcia! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To wszystko przez was! Po coście tu przyjechali? No po co? Po co taki śmieszny? Spokojnie, pani Marciniak. Sie müssen Ihre verzeihen. Es ist ein großer Schock für Sie. Was denn los? Sie sollen hier irgendwas deponiert haben. Und Ihr Chef war gekommen, um es abzuholen. Er hatte dann mit Herrn Marciniak den von Ihnen zugeschickten Cognac getrunken. Cognac? Von uns? So habe ich gehört. Er muss ihm auch Geld gegeben haben. Denn Marciniak und Ihr Chef sind dann betrunken gefahren. Und Sie sind nicht hingekommen. Macie to, bierzcie to wszystko, jedźcie stąd jak najszybciej, już jak najszybciej stąd! Dzień dobry. Nummer 13. Ja, das macht doch nicht. Der Schatz ist doch weg. Mach auf. Aber vorsichtig. Na, du alter Schwede. Na, ist noch alles dran? Da ist er ja, unser einmal gerade, einmal krumm. Hallo, Kamerad. Hast dich aber schwer verändert. Ja, hast dich ein bisschen verändert, macht aber nichts. Dafür habe ich einen ganz vollen Wagenheber mitgebracht. Nicht aufregen jetzt, schön liegen bleiben, gesund werden. Euer Suquiate. Deine was? Nur Blumen. Oh, Entschuldigung, immer rüber. Tut mir leid. Guten Tag. Ich dachte, Sie kennen das Mitnehmen. Das lag in dem Auto Ihrer Chef. Nee, danke. Ja, Moment, das lassen wir sausen, das nehmen wir mit. Hast du schon wieder vergessen, was der Wunderheiler gesagt hat? Naja, guck mal, wie die beiden aussehen. Nee, nehmen Sie mal wieder mit. Ich will das auch nicht. Nein, auch nicht hier im Zimmer. Nehmen Sie es mit aufs Präsidium und tun Sie es da in Tresor. Wiederschauen. Danke. Na, siehst du, Alter. Klingt doch schon wieder ganz gut. Durchblicken ist so ähnlich wie hellsehen, das ist nun mal so. Ja? Du blickst jedenfalls nicht durch.